Brüdern als guter Familienchef. Erster Akt im Schloss. Passt alle auf und stellt's euch deutlich vor. Es war ein alter Graf und der hieß Mohr. Der war schon sehr wackelig auf den Beinen und hatte zwei total verschiedene Sehne. Der Älteste war ein Kerl mit schwarzen Ohren. Die Locken bammelten in sein Gesicht verwogen. Kein warsch Profil und bildschön die Statur. Es war so ein richtiges Schoßkind der Natur. Kein Wunder, dass der Alte sehr für ihn schwärmte und sich von Herzen für sein Karl erwärmte. Der zweite Sohn hieß Franz. Das arme Luder war das ganze Gegenteil von seinem schönen Bruder. Das tat nun natürlich sehr kränken. Man kann's ja auch wirklich nicht verdenken. Und wenn Franz wütend war auf seine Sippe, riskiert er oft eine sehr gewahrte Lippe. Verglich seinen guten Papa mit dem Ofen und lästerte der Liebe ihr verlaufen. Nun war im Hause auch ein Weibsbild da, eine Cousine, der Amalia. Die war sehr hübsch, bisschen theatralisch. Aber außerdem war sie auch noch musikalisch. Sie sang zur Laute einfach wunderschön Hektor sein Abschied von Andromachen. Natürlich war sie mächtig in Karl verschossen. Und das hat Franzen fürchterlich verdrossen. Zumal sein Bruder, wenn der Alte sterbte, als Herr dann die ganze Klitsche erbte. Wie Franz nun mal im Park saß auf einer Banke, durchzuckte er abscheulicher Gedanke. Jetzt hab's! So brillt er, sauste in die Laube und schrieb einen Brief. Dann, sanft wie eine Taube, schlich er beim Alten und sprach: Nö, mein guter Vater, ist denn dein Rücken heute ein bisschen gerader? Ich habe nämlich hier die Post aus Leitsch. Du kannst mir's glauben, mein Sohn ist herzerstreubt. Wenn's dir verkünden soll, was drinnen steht, von Korn und seiner jüngsten Scheißlichkeit. Ganz bleich vor Schrecken sprach der alte Mohr: Nimm keine Rücksicht, lies mal alles vor. Franz warf's in Positur wie auf der Biene und las mit heuchlerischer Knirschtermine: Leitsch, 1. Mai, euer Karl ist desertiert, hat vorher noch ein Fräulein defloriert und der ihren Bräutigam täglich angeknallt, der der Kommis bei der Kreditanstalt. Nun lief ein Steckbrief rum nach Korn im Lande, es ist doch für euch die reinste Affenschande. Der Alte winkte ab mit seiner Hand: Bis stille, Franz, es genießt, was drinne stand. Ach, hätte die Mutter Karl noch nie geboren, dann ging er nicht auf solche Art verloren. Auf sowas hatte Franz bloß gelauert. Nun weißt du, Papa, wenn dich das so dauert, dann musst du eben vom Vorderherz rücken und einfach naus aus der Familie schubben. Siehst doch, mein Kind. Sei nicht so hart. Da kam schon Franze mit der Ansichtskarte. Und schließlich meinte dann der alte Mohr: Schreib Dosen, aber gehe menschlich vor. Ja gut, so sah Franze gerade aus. Und kaum bewegte sich der alte naus, da schrieb der Scheißerl auf der Ansichtskarte: Mein lieber Karl, der Papa lange harte, dass du dich bessern sollst. Nun hab ich aber satt. Ich soll verkünden dir an seiner Stadt. Du bist ein Erbt und das Blutsband ist zerrissen.
Aus der Verwandtschaft bist du hinausgeschmissen. An Liebe find ich für dich keine Spur. Und wenn du mal schreibst, das geht ja zu. Dies meldet dir in Tränen gebadet ganz dein wirklich tief gerührter Bruder Franz. Die Schreibe. Die Kameraden quatschten. Karl blieb stumm. Bloß einmal schimpfte er aufs Gymnasium, weil da die Schüler und die Professoren Cäsar verschandeln und die Gladiatoren. Da kam die Post. Karl stürmte damit hinaus, als fiel der Teibel aus dem Buchstaben raus. Schmiss um ihr Haar die Kellnerin in Dreck. Zum Glück hupte die beiseite weg. Die Kameraden waren nicht schlecht erschrocken. Bloß Spiegelberg rief: Neppisch, lasst den Sorgen. Ich muss euch sowieso was verkünden. Das hoffentlich wird euren Beifall finden. Wie wär's denn, wenn wir alle Räuber wären und reichen Leuten ein bisschen das Geld wegzerren? Wir haben hier schließlich nichts mehr zu verlieren. Das könnte uns wieder zu Aufschwung führen. Was meint ihr, Ratzmann, Roller, Schweizer, Grimm? Tut ihr für meinen famosen Vorschlag stimmen? Nu feste! Blägten alle. Das wird fein! Wir gründen jetzt den hessischen Verein! Bloß Roller dickste und sprach unbeirrt. Ich mach nur dann mit, wenn Mohr Hauptmann wird. Doch kaum entfuhren das, kam Moschkarle wieder. Der brüllte aufgeregt. Nu hörst nur, Brüder, mein Papa hat sich von mir losgesagt und mich ins Ungewisse hinausgejagt. Mein Bruder schreibt, es wär alles nü zu Ende. Frau Bebsch, wer zahlt denn jetzt die Alimente? Da meinte Schwarz. Mach nur nicht solchen Kruch, sonst werden ja hier bei uns die Leute wach. Wir haben inzwischen etwas ausgeheckt, wo wirklich Hand und Fuß dahinter steckt. Jetzt requirieren wir fest rum im Lande. Und du wirst Hauptmann bei der Räuberbande. Mensch, brüllte Mohr, wer blies das Wort hier ein? Ha, jawohl, ich mach einen Vorstand vom Verein. Und mit Entsatze ruckte auf den Tisch. Schwert mir jetzt alle drei männlich. Begeistert gaben jeder seine Pfote. Wir haben dich im Leben und auch im Tode. Thank you.
Morsam trotz sein großen Kummer in den gesächten und tiefen Schlummer und war am anderen Morgen ganz mobil, was Franzen furchtbar auf die Nerven fiel. Deutsch Trambach, Tochter, der kann was vertragen. Da muss man schon ein dürres Stückchen wagen, bevor's den alten Knacks zu Boden streckt, was bloß für Mumm noch in den alten Knochen steckt. Poch, poch, poch! Da klopft es an der Tür. Franz rief: Herein! Und darauf schlängelte sich Hermann ein. Gerl, du kommst wehgerufen, sprach der Intrigant und drückte zur Begrüßung forsch die Hand. Ich hab für dich ne richtige Kommission. Kapierst du die? Gibt's auch ein Bombenlohn. Wer soll ich denn deichseln, mein Gebieter? Sprich! So fragte Hermann und verbeichte sich. Franz boten eine Zigarette an und zogen dann ganz dichte bei sich ran. Erst musste dich total unkenntlich machen. Ich bunk dir dazu antiquarische Sachen. Dann nimmst du hier das Schwert. Mit Blut versaut, meldst dich beim Alten und Korn seiner Braut und mit verstellter Stimme sagst du dann: Du warst von seiner Kompanie, Mann! Und hättest mit eigenen Augen zugeguckt, wie Korn der Adelerie hat totgespuckt, bei Prag, wo in einem wilden Kampf gelorsche, Gardettchen sausten am Laurenzi-Berge. Und wirklich ging der Hermann dort drauf ein. Amalia fing furchtbar an zu schreien, wie sie nur hörte, dass ihr Karl war hin. Und auch der Alte war wie halb von Sinn. Dann fiel er plötzlich rückwärts und blieb stumm. Da hupte Franz wie Nasch um Bett rum, flog dabei bald übers Nachtgeschirre und brüllte ihr: Jetzt bin ich der Herr! Jetzt bin ich der Herr! Jetzt bin ich der Herr! Tat im Hand und Tränen aus 79 kräftigen Kerlen bestehen. Die Märschten hatte Spiegelberg geworden, denn sein Talent dazu war ganz enorm. Sie bauten nun natürlich tolle Zicken und überboten sich in Stromerstücken. So sind sie mal abends in der Dämmerung frech in ein Nonnenkloster eingedrungen. Dort klauten sie den Ärmsten ihre Sachen. Für Schweidre wollen wir bloß 3 Punkte machen. Das heißt, die Priorin, die ließen kalt, denn die war 85 Jahre alt. Und schließlich schleppten sie die Silberschätze zum Böhmerwald auf sichere Hamsterplätze. Doch was der Hauptmann war, der hielt auf Ehre. Der unterschied sich von den anderen Zerren. Der nahm's den Reichen, um's den Arm zu geben und trachtete nur Schurken nach dem Lärm. Für sich verbraucht er bloß, was man so frisst. Es war eben ein richtiger Edelkommunist. Einfache Butterbämmchen aß er gern. Persönlich lag ihm sonst jeder Luxus fern. Ein einziges Mal, da ließ er sich was kosten. Da brachte nämlich einer von seinen Posten die Nachricht, dass sie Rollern haben gefangen und dass der Morgen werde aufgehangen. Kaum hatte nur der Hauptmann das gehört, da schmiss er sich voll Mordswut auf sein Pferd.
nahmen sich 5 Kameraden an die Seite und wieder Teufel sauste ab die Meide. Wie sie nun landeten auf ihren 6 Heppen, taten sie den Rollern schön zum Kreuchen schleppen. 9 Zähntel von der Stadt zog hinterher, als wenn's gehängt wär'n e verkniechen wär. Girls, rief Marschperle, fasst zum Feuerzeich und gaukelt los an 100 Stellen zugleich. Das ließen die sich nun nicht zweimal sagen. Bald sah man hoch empor die Flamme schlagen, der Himmel schickte gratis auch noch Sturm. Mit furchtbarem Knall zerflog der Pulverdarm. Versteinert stand die ganze Bergerschaft, und wie nur alle rückwärts haben gegafft, da flitzte Roller wie ein Wiesel fort, sprang in den Fluss und schwamm in Hexrekord. Am Ufer standen schon die Kameraden, die winkten. Komm, heut Abend gibt's Schätzenbaden! Auch hatten sie an alles hübsch gedacht und frische Unterhosen mitgebracht. Jetzt aus war und dass er allmählich wieder nach anderen guckte durch die Ohrlider. Sie war ja schließlich noch ein junges Ding. Wie sie nur abends mal durch den Garten ging, da kam Marsch Franze von der anderen Seite und meinte, wirklich schönes Wetter heute. Amalia tat, als hätte sie es nicht gehört. Und dachte, Klapsmann, lass mich ungestört! Das half aber nicht. Franz blieb zur Stelle. Der hatte eben so ein richtiges dickes Felle. Asch quasselte von so verschiedenen Sachen, dann plötzlich tat er ihr einen Antrag machen. Das war einmal dann aber doch zu viel. Sie rief, du niederträchtiges Reptil! Wie kannst du bloß zu mir von Liebe sprechen? Das ist doch geradezu wie ein Verbrechen! Noch du mit schwarzen Trauerkleider ziehen! Da denkst du, Scheiße, geradezu mit mir zu posieren! Drauf packte Franz furchtbar die Wut. Nuff in sein Kopf stieß Intrigantenblut. Und mit entsetzlich fies verzerrter Miene stürzte der Listling sich auf die Cousine. Die hatten angeguckt mit kalten Hohne. Dann ruppte sie wie eine Amazone sein Däschen ab und brüllte: Du Kanalsche! Nimm bloß der Föden weg von meiner Falsche! Ich sag dir nur das Ehre! Und zurück! Sonst hau ich dich in Gulaschwerfelsticke! Druff sauste Franz trotz seiner Männlichkeit gleich mitten durch ein Kohlrabi-Bett. Dann rutschte aus in feicher Windeseile und schlug sich an sein Gerbes eine Beile. Thank you.
Die Reiher lagen wieder mal im Walde, da kam ein Jüngling aus dem Hinterhalde. Der stellte sich als Herr Kosinski vor und fragte nach dem Karl von Moor. Wie der nur rankam, fing der junge Mann von seiner ganzen Lebensgeschichte an und meinte, dass er gar nicht lieber wäre, als bei Marsch Karl ein Reiher vollung der. Der Hauptmann wollte erst nicht ran an Speck, da brummte Schweizer: Schick ihn doch nicht weg, den können wir bei der Bande fein gebrauchen. Ich glaube, er wird gut für Nachwuchs taufen. Na schön, sprach Mohr, wir wollen uns einverleihen und seinen Namen auf die Mitgliedsliste schreiben. Dann wärst du morgen mit bei unserem Rummel. Ich mach jetzt noch ein kleines Solo-Bummel. Aber mir liegt vom Armbrot etwas schwer im Magen. Wahrscheinlich kann ich keinen Gagau vertragen. Drauf sträuchte Karle seitwärts fort im Dunkeln. Wie es 12 schlug, da hörte er was munkeln. Und ganz genau vernahm er auch die Worte: Komm, alter Mann, ich bin an deiner Pforte. Hab keine Angst, dein Besenhunger still ich mit einer Büchse kondensierter Milch. Und aus einem Dorn kroch ein Gerippe raus. Das snubbelte voll Gierde billig aus. Der Hauptmann knipste seine Taschenlampe. Da stand sein eigener Vater vor der Rampe. Der sagte, dass er gar nicht wäre gestorben. Franz hätten eingesperrt in Hungerdorn. Pein, pein, pein! Wild schoss Marsch Karl dreimal in die Luft und brüllte: Wer jetzt schläft, der verschuft! Drauf kamen die ganzen Reiber angerannt. Karl gab schnell die Scheißlichkeit begann. Dann hat er den Schweizer dazu vorbestimmt, dass der seinen Bruder beim Schlawittchen nimmt und ranschläft bei der Bande für die Rache. Drauf blägten alle: Fenster, das wird Sache! Wer so seinen alten Papa massakriert, der wird zur Strafe von uns malträtiert. In einem derselben bechrahmvoll schwarzen Nacht, da ist Marsch Franze plötzlich aufgewacht und machte wild durchs ganze Haus krakeel. Erschrocken kam sein Diener Daniel gleich angelatscht und fragte nach dem Grund. Franz brüllte: Quassele nicht, du dummer Hund! Geträumt hab's ekelhaft verrückten Kram von lauter Toten auf dem Kirchenhof. Ha, nicht wahr, mein Daniel, da muss man lachen. Mensch, feigst du doch dazu aus Hals und Rachen. Was guckst du mich denn so bedeppert an, wie ein kleines Kind, ein Popanzmann? Entschuldigen Sie, gibt nicht, Herr von Mohr. Mir kommt das alles gar nicht komisch vor. Und wenn Sie mir auch gleich ein Taler geben, mein Lachen ginge ganz bestimmt daneben. So meinte Daniel und wurde blass. Da schimpfte Franz aufs Neue los. Ach was! Hör auf mit dein alt Männerangstgefauche! Die Träume kommen bekanntlich aus dem Bauche. Drauf goss er sich einen großen Cognac ein. Kaum glorkste der in seine Gorchel nein, schmiss Franz das Glas weg und schrie: Hörst du das? Da draußen ist was los, man weiß nicht was. Es kommen welche angesprengt mit Feuerfackeln. Herr Jesus, wie bloß meine Beine wackeln. Hey, Daniel, du sollst nicht so dumm klotzen. Gib lieber einen Spucknapp her, ich muss mich kotzen. Auf einmal flogen Steine an die Fenster. Franz blägte: Hilfe! Jetzt kommt der Gespenster. Womöglich gar der Teufel aus der Hölle. Verrammle alle Türen gleich auf der Stelle. Da fielen sein Diener Daniel ins Wort: Herr, es ist zu spät. Sie stürmen schon den Abort. Wie doll sprang Franz nach ein Käsemesser. Hier,
Mach mich schleunigst kalt, dann wird mir's besser. Entsetzt fiel Daniel auf alle Viere. Da splitterte und krachte schon die Tiere. Und kurz bevor der Schweizer Baff beim Kripse, erdrosselte sich Fritze mit ein Schlipse. Der Reiber sprach: So stand's wohl, mein Sterne. Dann schoss der brave Kerl sich vor die Berne. Peng! War nicht sehr entzückt, dass Franz sich selber aus dem Leben getrickt. Sie hätten gar zu gern den Intriganten recht schön gebiesert, bis er ging zu Schanden. Da plötzlich, keiner wusste, wie's geschah, kam durch den Wald Amalia. Die Ringellocken flogen um ihren Kopf. Kurz vor der Bande macht es Freilein Stopp. Mein Gaul! So piepte sie. Jetzt hab's dich wieder! Und feste zog's den Hauptmann an ihr wieder. Und macht's fort! Schrie der. Ich bin doch ein Bandite und hab keinen Anspruch mehr auf deine Gide. Was du hier siehst, ist eine Reiberhorde. Wir leben von Mausen. Es kam auch schon zu Morde. Aber ja, feigst. Schatz! Das ist mir Schnuppe, komm, nenn mich wieder deine süße Puppe. Und schrie die ganze Welt, wärst du Sinder und hättest du auch Dutzend Lädchen Kinder. Deswegen darf ein echtes Weib mich hassen. Ich liebe dich und kann dich niemals lassen. Da lief's durch Karl wie so ein Feuerstrom. Ist denn sowas bloß zu klug? Sie will mich noch und rickt mich von mir aus. Und tief ergriffen zog er Schnupptuch raus. Da mischten sich der Reiber in die Sehne. Wenn du jetzt schwach wirst, Mo, das wär gemeine. Beste, bist du durch dein Eid an uns gebunden? Mit Reiber hat man große Stunden. Seit wann wird der Bandit sentimental? Da wurde Halle wieder hart wie Stahl. Recht habt ihr, ich darf nicht zurück. Mir winkt nur immer geh Familien Glück. Ich bin eben nicht zum Ehemann geboren. Geh heime, Bubschen, lass mich ungeschoren. Amalia heilte durch den finsteren Wald. So mach doch wenigstens dein Liebchen kalt. Ne schön, sprach Karl. Ich giegse dich jetzt tot. Dann hast du niemals um einen Mann mehr Not. Sie seufzte dreimal, wie sie niederglitt. Der alte Moor starb zur Gesellschaft mit. Darauf reckte Karl sich fürchterlich hervor und rief: Aus ist es mit dem Hauptmann Moor. Ich habe meine Schuld getilgt. Ihr Brüder, nun lege ich mein Vorstandsposten nieder. Hier, in der Nähe, da wohnt ein armes Schwein. Das nennt eine Frau in 15 Kinder sein. Bei der bedarf Schneide will ich gehen, weil auf mein Dez 2000 Reichsmark stehen.
Und so hat Karl mit seiner letzten Tat sein Herz gezeigt fürs Proletariat. Was ziehen wir nur für eine Lehre draus? Ein wildes Leben klingt oft versehentlich aus. Ein kurzer Durchschluss, wie das Karl gemacht, eine wirklich gute Tat noch wird vollbracht. Dann werden auch die, die viel gesündigt haben, zu guter Letzt noch oben bei Petrus stammen. Pause. Sie können sich gerne noch ein paar Getränke holen vorne und so weiter. Bis gleich. Das Kaffeegespenst. Am Lilienstein um Mitternacht, da latscht der Gespenst durch den Felsenschacht. Das rasselt mit irgendwas fürchterlich rum. Die Leute, die flüstern, jetzt geht's wieder um. Nun hätte ihr manch recht gerne erfahren, was der Geist dort rumwurscht seit so vielen Jahren. Kein Mensch aus der Gegend könnte sich das erklären, was der in der Schlucht drinne hatte zu mehren. Bis endlich mal einer, bald trob sich aus Berne, sich ranschlich im Mut und Vertrauen zu seinem Sterne. Kaum, dass es vom Kirchturm dort Mitternacht schlagen, kam pünktliches Gespenst in Hemd ohne Kragen. Die knorrigen Finger umkrampften es ab. Ein Spiritus-Kor trug's oben auf den Kopf. Dann hockte sich's hin unter den Lilienstein und braute sich Kaffee. Nee, roch der bloß schön. Befeuert vom Dufte der göttlichen Tropfen, fing Paul an zu plägen. Hey, mir eure Schuppen! Drauf gab's ein Knall. Und der Geist war verschwunden. Bei Borbschen haben sie am Morschen gefunden. Der saß schwer verbrieht in der Kaffeelache. Das war dem gestörten Gespenst seine Rache. Wir wollten uns heute eigentlich den Klassikern zuwenden. Ah, ja, da hast du recht. Und ich habe da ein wunderschönes Gedicht gefunden. In Schillers Prachtausgabe von 1859. Und das möchte ich euch unbedingt gern vorlesen. Ja, dann, bitte. Das Mädchen aus der Fremde. In einem Tal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen Jahr, sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar. Sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam. Und schnell war ihre Spur verloren, sobald das Mädchen Abschied nahm. Beseligend war ihre Nähe und alle Herzen wurden weit. Doch eine Würde, eine Nähe, entfernte die Vertraulichkeit. Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift auf einen anderen Flur.
in einem anderen Sonnenlichte, in einer glücklicheren Natur. Und teilte jedem eine Gabe, dem Früchte, jenem Blumen aus. Der Jüngling und der Greis am Stabe, ein jeder ging beschenkt nach Haus. Willkommen waren alle Gäste, doch nahte sich ein Liebenpaar. Dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen allerschönste dar. Schön. Ja, das ist von Friedrich Schiller. Aber jetzt kommt gleich nochmal das Mädchen aus der Fremde. Aber diesmal von Lene Vogt. Die hat sich nämlich so eine richtig freche Verballerung von diesem Gedicht ausgedacht. Hört euch das mal an. Das Mädchen aus der Fremde. Jeden Frühling kam die Kleine mit einem Koffer in Edal. Hatte wunderschöne Beine und war schlank wie so ein Aal. Überall in Haus und Hütte teilte sie Bagätchen aus. Und mit ein Knickschen sprach sie: Bitte, nun probieren Sie das mal aus. Denn in all den Dietchen drinne war Verjüngungstee fürs Blut. Jeder dachte in seinem Sinne, wer gemacht, das Weib ist gut. Und so war die kleine Dame gern gesehen auf Schritt und Tritt als eine wandelnde Reklame für die Firma Schulz und Schmidt. Verjüngungstee, das macht alles gut. Jetzt lieber. Ich probiere das mal. Soll ich probieren? Aber mach nicht so viel. Egal, einfach mal probieren, das ist Verjüngungstee. Kannst du nicht trinken, Dietmar? Bitte. Ich weiß nicht. Hier ist es so komisch. David und Goliath. Als längster Schlötsch im ganzen Land war Riese Goliath bekannt. Der Lulatsch maß 12,05 Meter und das noch ohne Schuh und Strümpfe. Natürlich war auch seine Klappe in ihrem Formate nicht von Pappe. Und an sein Schnurrbart tat man munkeln, da konnten sich 8 Männer schunkeln. Alltäglich macht er Mordskrakel und hinte es Volk Israel. Frech dehnt er die Gigantenglieder und blägte, kommt! Und boxt mich nieder. Die Kinder Israel im Ruh, die guckten erst eine Weile zu, bis dort der kleine David sagen, nu wenn schon, heute tu ich's wagen. Ha! Trefeigste Goliath barbarisch. Doch David kaufte antiquarisch sich eine zurückgesetzte Schleider und latschte nun beim Riesenhalter. Ha! Pleckte der. Du Keckerknabe, was glaubst du, wie viel Kraft ich habe? Du Winzer Bubs, willst mich besiegen? Aha! Verloren kannst du zwei Äste kriechen! Drauf fletscht er seine Vorderzähne und schüttelt fürchterlich die Mähne. Komm her, du Käsegleichen, du! Du wirst vor Arbeit zu Radu. Zum Frühstück dich ins Lager schleppig. Der kleine David meinte, neppisch. Und schmiss gemütlich mit einem Stein Herrn Goliath der Bumme ein. Da fiel zu Boden wie ein Klotz der ekelhafte Riesenprotz. Jeder nimmt die Lehre sich
verachtet mir der Kleine nicht. Das Heidenröslein in Sachsen. Mitten auf der Dresdner Heide stand ein Weib in rosa Seide. Schicke Strümpe, Bubiköpfchen, an den Ohrring goldsche Knöpfchen. Da kam ein Motorradfahrer, ohne Sozius-Bubschen war er. Dem lief mit koketter Miene das Mädel fliegen vor der Maschine. Halt! So rief der kecke Kleine. Nimm ich mit? Sonst wär's gemeine. Wuppdig schwang sie sich aufs Rädchen. Ja, so sind die sechs Mädchen. Hast du doch recht. Und das wusste doch die Lene ganz genau, die sächsischen Mädchen. Bestimmt. Sind, ne? Haben wir viele Beispiele. Aber die haben eben auch dafür gesorgt, dass sie nicht zu kurz kommen. Und manchmal kommt man auch einfach nur zu spät und wird bestraft. Und zwar vom Zeus. Zeus? Ne? Ja, genau. Ich gehe jetzt wieder zu Schiller zurück. Jetzt sind wir bei der Teilung der Erde. Mhm. Helene Vogt heißt natürlich die Teilung der Erde. Das muss man natürlich kurz. Das ist ja nicht etwas vorbereitet. Das kommen wir noch nicht vor. Das ist eine ganz große Panne, das war. Niemand hat es gesehen? So, ich sitze jetzt auf dem Thron. Das muss ich mir erst wieder fassen. Ich sitze jetzt auf dem Thron mit der Zeus. Der alte Zeus saß auf seinem Thron oben in der Himmelsregion und sprach zur Menschheit: Jetzt greift zu, die Erde, die gehört euch nun. Da hatten sie alle furchtbar eilig, die Märchen wurden ganz abscheulich und bei der großen Teilerei gab's manche saftige Geilerei. Besonders lachen sich in Haaren. Die Junger gleich in ganzen Scharen, die nahmen sich frech an grote Felder, dazu noch Seen und Wiesen und Wälder. Und auch die Kaufherren taten gehen, sich ungeniert recht schön bedienen. Sie rafften reiche Beinelasten und stoppten voll sich alle Gasten. Als aufgeteilt der ganze Kram, gemütlich, angeschlendert kam der Dichter, der im Mondschein schwärmte, dieweil das Chor der anderen lernte. Nützeis, so rief er schwer gekränkt, nur hast du deine Welt verschenkt und mir, ich kann dich drum nicht loben, nicht hör ich nie zufgehoben. Der Göttervater tat verlegen, den Schädel hin, und Erbewesen. Meinte drauf, die Welt ist futsch, doch schimpfe nicht und mach keinen Putsch. Ich will ja nicht mehr reservieren. Und jederzeit beim Fabulieren, da kommst du fröhlich bei mich hin, nimm wirst du schön zufrieden sein. Ja, wie wir alle wissen, ist die Verteilung der irdischen Güter ja nicht nur beim Zeus oft sehr ungerecht. Und so müssen wir nun auch noch etwas zu Lene Vogts Lebensumständen sagen. Bei allem Humor hatte sie kein leichtes Leben. Ihre Ehe verlief alles andere als glücklich. In den 30er Jahren wurde ihre sächsische Mundartdichtung von der Reichsschrifttumkammer verboten. Und schon Jahre vorher hatte sie ihr einziges Kind im Alter von 5 Jahren verloren. Ihre eher linke politische Gesinnung mag dazu beigetragen haben, dass sie dann schließlich in eine psychiatrische Einrichtung in Schleswig-Holstein eingewiesen wurde, von dort nach Altscherbitz bei Leipzig verlegt, blieb sie auch nach 1945 in der Anstalt, wechselte allerdings von der Patientenstation in die Verwaltung. Dann hat sie auch noch wieder gedichtet in den Jahren danach und ihre Gedichte zuweilen verschenkt als sächsischen Kleinkram. Ja, und von dem sächsischen Kleinkram hat die Mutter eines Arbeitskollegen von mir, der damals mit mir im Völkerschlachtdenkmal arbeitete, auch etwas abbekommen. Er hat zuletzt mit ihr im Parkkrankenhaus Dösen gearbeitet, eben in der Verwaltung.
Und eines von den kleinen Gedichten, diesen Kleinkram, hatte er mitgebracht, als wir eine Ausstellung zur Geschichte des Völkerschlachtdenkmals gemacht haben. Da ging es um ein reales Ereignis, was Lene Vogt auch in diesem Gedicht gemeint haben mag. Und zwar 1924 hat der Kolonialschutztruppenverein einen Gedenkfall- und Denkmalspark veranstaltet, wo man den verlorenen Kolonien ein wenig nachjammerte. Man hat so einen großen Gedenkstein gesetzt und einen Kolonialerinnerungsbaum gepflanzt. Wir sind sehr oft im Park abgeschritten. Was Exotisches an Gehölz haben wir dort nie gefunden. Aber er wird wohl das Schicksal gehabt haben, wie in dem nächsten Gedicht, die Gokuspalme. In a Blumentopf reckte Halme eine kleine Gokuspalme. Und die denkt so vor sich hin, eigentlich als Gurke ist hin. Das ist traurig, hier in Sachsen, mich so schinde mitten wachsen, streng ich mich auch noch so an. Nisse hängt ja doch nicht dran, was gibt's Klima hier nicht her, also wachse ich auch nicht mehr. Ruf zu Enden ihre Bein, ging die kleine Palme ein. Oh. Die Leipziger Grünanlagen können ja viele interessante Geschichten erzählen. Und Schiller wanderte auch sehr gern durch das Rosental und erkannte auch schon die Lindenallee. Für die Leipziger und ihre Gäste war ihre grüne Stadt eine Oase der Erholung und der Inspiration. Und Lene Vogt hat dem Worte verliehen in einem kleinen Gedicht. Die Lindenstadt. Schon unsere Dichterfürsten priesen die schöne Stadt am Pleißestrand, wo um die Promenade sprießen die Linden wie eine grüne Wand. An Sommerabenden, wenn die Blüten so milde duften und so süß, will keiner mehr sein Stübchen hüten, mit Macht lockt's Lindenparadies. Da ziehen wir Leipziger dann so gerne rings um die Promenade rum, durch Blätterdächer, illern Sterne und krisenfreundliches Publikum. Die Künstler unter uns behorchen die Seiseldäne aus dem Boom. In mancher Linde steckt verborgen ein neues Thema. Wollen Sie es loben? Ich kannte mal einen Komponisten, der dankte einer fürs Motiv. Wenn das die anderen Linden wüssten, sie guckten wohl ein Häppchen schief. Und bestimmt hat Schiller, wenn er da manchmal so über die Promenade schlenderte, auch Gedichte dabei. Und darüber gibt es auch wiederum ein Gedicht von Lene Vogt. Die Dichtgunst. Zuerst ist überhaupt nichts da. Doch dann kommt plötzlich ein Gedanke, der geht nicht wieder weg. Ja, der hakt sich fest wie eine Ranke, bis einem nichts anderes übrig bleibt. Man klappt das Maschinchen auf und schreibt. Doch damit ist es nicht getan. So einfach soll sich's keiner denken. Es ist wie beim Häuserbauen der Plan. Man muss ins Ausführen sich versenken und feilt erst stundenlang drumherum, ehe es fertig ist fürs Publikum. Hier wird das Silbchen dran gesetzt, da muss dafür eins verschwinden. Das geht so lange, bis zuletzt kein Fehlerchen ist mehr zu finden. Dann schickt man das Ganze in die Welt und hält einen Daumen, damit es gefällt. Also ich sag Daumen hoch, mir hat es gefallen, Ihnen wahrscheinlich auch. Ich muss aber auch noch, Dagmar, an dein tolles Gedicht denken mit der Lindenstadt, weil da muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Die schönen Grünanlagen in Leipzig haben es auch mir angetan. Wir haben das Rosental bei uns direkt vor der Haustür und da spaziert man ganz gern auch mal mit der Familie. Ich gehe auch ganz gern mal eine Runde joggen und ich habe es auch schon mal nicht am helllichten Tag, sondern auch nachts im Dunkeln. Das mach ich nicht wieder, hören Sie mir auf.
Das war gruselig im Finstern und Dunkeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lene auch im Dunkeln ein Stück weit Inspiration bekommen hat. Hören Sie selbst. Der Erlkönig. Papa, der reitet mit Gustav, sein Sohn, seit anderthalb Stunden durchs Rosental schon. Der Doktor, der hat eine Bewegung empfohlen, die will sich der Alte nur jede Nacht holen. Sein Kleiner wird ängstlich und meint, gucke da, der Erlkönig spukt dort, schon kommt er ganz nah. Ey, schau, dummes Kind, brüllt der Papa und lacht. Wer hat dich denn auf so eine Gescheiche gebracht? Ich seh ihn ganz deutlich, der Feigster im Busche. Das Mondlicht, das fällt ihm direkt auf die Gusche. Ich weiß gar nicht, Gustav, was du heute hast. Das ist doch weiter nicht wie ein himmlischer Ast. Nee, nee, kannst du mir's glauben, es ist ein Kerl und dahinter, da schweben seine Töchter. Bibsch, sind das Kinder. Der niedlichste Wind mit der Schnupftuch und lacht. Oh Papa, ist das eine komische Nacht. Der Alte wird ärgerlich, reitet wie dumm und meint zu seinem Jungen, guck dich bloß nicht mehr um. Du steckst ihn ja tatsächlich an mit dem Blödsinn. Wie kann nur ein neunjähriges Kind so vertreten? Und doller noch reitet der Alte drauf los, wildfliegende Fetzen voll Erde und Moos. Der Gaul schnauft wie ein Arsch, fackt die Mähne gen Himmel und meint, was mein Reiter ist, der hat doch ein Fimmel. Da endlich zu landen, es wird nicht bald heller. Der Papa greift hinter sich. Leer ist die Stelle. So ruft er und kratzt sich dabei hinter den Ohren. So ist richtig. Jetzt habe ich den Gustav und glücklich verloren. Also Lene Vogt ist nun schon 100 Jahre tot, aber man kann sich wieder neu mit den Klassikern beschäftigen. Und vielleicht gibt es einen Nachahmer aus der jetzigen Generation, über den in 100 Jahren wieder alle lachen werden. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen, Sie ein bisschen angeregt zu haben und enden jetzt mit unserem Programm. Eigentlich mit den ersten zwei Zeilen eines Gedichtes, welches auf dem Grabstein von Lene Vogt am Südfriedhof steht. Und diese ersten zwei Zeilen, die haben schon so etwas Prophetisches. Was Sachsen sind von echten Schlag, die sind nicht tot zu kriegen. Trifft ihr Kummer Tag für Tag, ihr froher Mut wird siechen. Das könnte noch viel schlimmer kommen, so feixen rechte Sachsen. Was andere furchtbar schwer genommen, dem fühlen sie sich gewachsen. Und schwimmen die letzten Fälle fort, da schwimmen sie mit und landen dort, wo die einmal ans Ufer treiben. So ist es und so wird's auch bleiben. Und das genau. Ist gar nicht so einfach, kann ich Ihnen sagen. Ja, und dann wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken bei unserem Gastgeber, dem Cuni Mopera. Was das auch bedeutet, das könnt ihr nachher am Ausgang erfragen. Die Frage ist die meistgestellteste der letzten zwei Wochen bei mir. Wenn ich sage, wir spielen im Cuni Mopera, was ist denn das? Wie schmeckt denn das? Wie kommt denn das zustande? Jedenfalls, ihr könnt es dann auch ausprobieren, wie es hier schmeckt, können Sie auch machen. Jedenfalls herzlichen Dank an die Gastgeber, die keine Mühen und Kosten gescheut haben, den Raum in diesem Zustand zu verbringen, wie er heute ist. Das sah vor drei Tagen noch völlig anders aus. Und es wird noch schöner, noch besser. Und wir werden auch wiederkommen. Und das wünschen wir uns auch von Ihnen, dass Sie wiederkommen. Aber erstmal heute herzlichen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Danke.